So, das war dein erstes Spiel in diesem Stadion. Man glaubt es kaum, wie ist es gegangen? Ja, ich brauch's gefunden, war schon im Herbst ja dabei letztes Jahr. Also ich habe schon doch das zweite Spiel. Okay. Aber da haben wir unentschieden gespielt. Aber von daher, nein, es war geil. Also die Stimmung glaube ich, hat glaube ich, erst dazu beitragen, dass es das, trotzdem eine hitzige Partie war. War, glaube ich, kein Langweiler. Am Anfang haben wir es nicht so gut gemacht. War vielleicht auch ein bisschen den ganzen Emotionen zuzuschreiben, so ein bisschen nervös waren. Sind nicht so ins Spiel gekommen und haben uns aber reinkämpft. Und ich glaube, ab einer gewissen Zeit haben wir dann glaube ich, das Spiel auch im Griff gehabt und die zweite Halbzeit eigentlich dominiert. Ja, ihr habt euch nach dem Gegentor dann zurückgekämpft. Wie reagiert man da am besten bei so einem Stadion, volles Stadion, alle gegen euch? Ihr seid 1-0 hinten, wie reagiert man da? Ja, die Jungs einfach aufwecken, motivieren. Ich glaube, das hat man einfach gemerkt, dass da trotzdem die Atmosphäre, die schon ja, laut war und einfach cool war zu Corona-Zeiten, einfach, dass das einfach hörbar einfach das erste Mal war oder halt ein bisschen zu viel war jetzt vielleicht. Ja, da hat man einfach gemerkt, dass sie einfach motiviert sind, aber halt nervös sind. Und dann haben wir ein bisschen gesagt, okay, ich spiele ein bisschen ruhiger, einfache Bälle und dann einfach einen Matchplan halten und so sind wir dann ins Spiel zurückgekommen und ich glaube, dann hat uns das Spiel richtig Spaß gemacht. Der Ausgleich dann, ja, war der zu dem Zeitpunkt ein bisschen aus dem Nichts oder würdest du sagen, das war schon verdient? Ja, natürlich war er aus dem Nichts, aber ich glaube, man hat die paar Minuten davor schon gesehen, dass wir uns einfach besser eingekämpft haben, dass wir ein bisschen mehr Druck gemacht haben, dass wir nicht so einfach ins Spiel gekommen sind und das macht es dann halt auch aus und dann machst du da vielleicht aus dem Nichts einmal den Ausgleich. Was mir aufgefallen ist, gegen Ende, normalerweise überlegt man dann ja so ab der 75. Minute, ob man vielleicht mit dem Punkt zufrieden ist, ob man damit leben kann. Es war bis zum Schluss, wir haben beide Mannschaften nach vorne gespielt und wollten unbedingt den Sieg. Gell? Naja, ich glaube, es war dann ja in ein paar Tagen halt dann so, dass ja einfach jedes Mal eine Mannschaft halt dann auch vielleicht Überhand gekriegt hat und einfach dann klar dominiert hat. Das war in dem Tag ja, glaube ich, nicht so. Ich glaube, dass einfach wir schon ein Spiel gemacht haben, aber Rapid auch die ihre Konter gehabt hat und wir unsere Konter gehabt haben. Von daher war das ein offenes Spiel und da, glaube ich, wollte schon jeder dann den Sieg haben. Und am Strich Werbung für den Fußball und verdientes, gerechtes Unentschieden? Ja, natürlich ist es gerecht unentschieden. Ich glaube, wir waren dann einfach nicht konsequent genug, dass wir unsere Konto dann fertig spielen. Sie können auch glücklich sein, dass Rapid ihre Konto nicht fertig gespielt hat. Von daher glaube ich schon, dass das gerecht ist.